bei mir, sie ist Anwältin für Medizinrecht. Wie schaffst du das, aus diesem ganzen Arbeitsalltag die Emotionen rauszunehmen oder vor allen Dingen eben auch abends die Probleme vom Tag nicht mitzunehmen? Mein Job ist ja dann, wenn der Schaden schon eingetreten ist. Aber wir ja dann versuchen zu helfen. Also wir können es nur besser machen, als es ist. Bei mir stand mal im Zeugnis ausgeprägtes logisches Denkvermögen. Vielleicht nichts da. Und dann sagst du dir, logisch hat er mit mir persönlich eigentlich nichts zu tun. Richtig. Ja. Es ist was anderes, wenn es ein Bekannter ist. Aber man sollte als Anwalt nie Familie oder Freunde vertreten. Dann hast du gesagt, dass auf deinem Schreibtisch relativ viele Dinge liegen, wo Fristen einzuhalten sind. Wie schaffst du das, das zu strukturieren? Wir haben zu jeder Akte eine Wiedervorlage. Die wird dann auch tagtäglich praktisch kontrolliert, ob was bearbeitet werden muss oder nicht. Ich mache das für mich persönlich so früh, meistens noch zu Hause, kann ich über die Büroeinbindung, mache ich die Post, dann die Wiedervorlagen, dann gucke ich, was sind für Fristen und wenn ich dann noch Zeit habe, mache ich halt das alles andere. Das muss man aber auch so machen, weil das sonst, ich habe fast 2000 laufende Akten, das ist sonst nicht machbar. Du hast 2000 laufende Projekte parallel. Ja. Und das belastet dich nicht? Weil es gut strukturiert ist. Weil es gut strukturiert ist und ich habe so 14 Tage Regelwiedervorlagefrist pro Akte, weil, aber auch mal mehr oder mal weniger, das kommt dann auf den Fall drauf an, wie ich einschätze, wann ich mir das mal wieder angucken muss. Es passieren sicherlich auch bei euch unvorhergesehene Dinge. Was machst du dann? Da muss man dann gucken. Also entweder man nimmt es gar nicht an, sollte lieber zum Kollegen gehen, ja. Oder man muss sich dann hinsetzen und es machen.